Hallo liebe Freunde des Kochens, heute bereite ich einen Schichtsalat oder anders genannt Dönersalat. Dazu benötigen wir folgende Zutaten. Für das Fleisch, ich habe hier Hühnerbrust, Döner, Gewürz, Salz, Knoblauch, Mayonnaise. Für den Dressing benötigen wir etwas vom Dill, Petersilie, das habe ich jetzt auch schon fein gehackt, Salz, Joghurt, dann Spitzkohl, habe ich jetzt auch schon fein vorgehackt für euch. Brauchen wir Gurken, Datteltomaten oder Cherrytomaten, je nachdem. Und es gibt so Kartoffelchips in Stäbchen, die benötigen wir auch noch. Und wie immer findet ihr die genauen Mengenangaben unten in der Infobox. Folgendes, als erstes fangen wir mit der Hühnerbrust. Die habe ich jetzt auch soweit so ein gleichmäßig große Stückchen zugeschnitten, Zubereitung. Die Gewürze und die Mayonnaise tun wir gleich alles rein. Das Ganze vermengen wir, dass alles richtig ummantelt ist von Gewürz, Mayonnaise. Mayonnaise braucht man nicht viel, das ist wirklich nur zum Geschmacksverstärker, da es ein Magerfleisch ist und etwas Öl dazu kommt. Nachdem ihr alles gut miteinander vermengt habt, kommt das Ganze bei mir jetzt auf den Grill. Ihr könnt es natürlich in der Pfanne machen oder im Backofen, ist euch überlassen. Habe ich schon beides ausprobiert, macht den Geschmack nichts aus. Heute wollte ich jetzt noch was Neues ausprobieren mit etwas Räucharoma. Deswegen grille ich das Ganze. So, solange uns das Fleisch braten tut, kümmern wir uns um die Dressingsoße. Jetzt kommen wir zu dem Dressing. Hinzu kommt die Petersilie und den Dill und etwas Salz fügen wir hinzu. Was ich noch vergessen habe, wir brauchen noch einen kleinen oder halben Teelöffel Zitronensäure für unseren Kraut, damit es etwas weicher ist und die Säure wegnimmt. Kann man auch Zitronensaft auch. Ich habe jetzt hier etwas frische Zitronensaft. Und immer wieder danach nach dem Fleisch gucken, dass es nicht anbrennt. So, nachdem wir unseren Dressing vermischt haben, kommt der Spitzkohl dran. Ihr könnt auch Weißkohl nehmen, nach eurem Belieben. Nehmt den Spitzkohl, ist weicher und hat einen für mich besseren Geschmack. Die Zitronensäure habe ich jetzt reingefügt. Das Ganze vermengen wir. Man kann auch ein bisschen kneten, damit es später etwas weicher ist. Nachdem wir alles vermischt haben, fügen wir den Dressing hinzu. So, bis zum letzten Tropfen. Und das Ganze tun wir gleichmäßig vermengen, damit es eine einheitliche Masse gibt oder einen einheitlichen Salat. So, liebe Leute, wenn ihr zum Beispiel zu Hause in der Pfanne macht oder im Herd, da bleibt euch so eine schöne Saft drinnen. Was ich euch empfehlen würde, das ganze Fleisch schneiden, wirklich fein schneiden und in die Brühe oder in den Saft einfach zuzugeben. Dann nimmt noch zusätzlich das Aroma auf. Wird der Hammer sein, der Salat, wenn ihr so machen. So, folgendes, ich habe hier einen Tortenring. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Man kann sie auch jetzt auch in eine Schüssel reinmachen. Zum Schichten geht genauso. Aber da ich einen Tortenring habe, und mich meine Frau dafür nicht schimpfen tut, benutze ich das mal. Als erstes legt man den Kohl unten aus. Nach euren Vorlieben, wenn ihr da zum Beispiel richtig Kohlliebhaber seid, legt sie etwas dick aus. Seid ihr nicht, macht etwas weniger. Aber dass es halt einen schönen Boden gibt, ist sehr wichtig. Den Boden stelle ich jetzt zur Seite, da ja mein Fleisch jetzt so weit ist. Tue ich gleich auf das Schneidebrett ein paar Stück rein. So. Und den Rest tun wir wieder drehen, damit er uns nicht anbrennt. Wie folgt, wir schneiden das Fleisch einfach in dünne Streifen. Das ist ja richtig zart. Und warm. Und jetzt
wenn das Fleisch drauflegst, wird deine ganze Kartoffelsalat nicht irgendwie Saft auslassen. Ja, deswegen warte ich ja noch. Das schneide ich erst zu und lasse etwas abkühlen. Also kann man das Fleisch eigentlich schon vorher zubereiten? Kann man auch. Erstmal zuschneiden, dann kann das schon schön kühlen. Oder erstmal kühlen und dann zuschneiden. Normalerweise tut man auch das Fleisch erst vorher zubereiten. Ausnahme, wenn ihr wollt, nehmt ein Fladenbrot, macht ihr euch das ganze Zeug, bereitet euch vor, nehmt das warme Fleisch rein, tut in das Fladenbrot, macht einen einfach hausgemachten Döner. Schmeckt genauso hervorragend. Nachdem wir das Fleisch zugeschnitten haben und es etwas gekühlt ist, man kann auch warm machen. Das legen wir jetzt eine komplette Schicht. Guten Appetit. Danke. Legen wir die ganze Schicht aus mit Fleisch. Fleisch könnt ihr auch natürlich nach euren Vorlieben machen. Wollt ihr jetzt nur pure Schicht Fleisch oder gleichmäßige Schicht wie die anderen Zutaten, würde ich euch empfehlen, weil dann schmeckt es eigentlich sehr hervorragend. Als nächstes kommen die Gurken. Die Gurken habe ich genauso in Streifen zugeschnitten. Die legt man genauso aus. Dünne Schicht. Und nachdem kommen noch die Tomaten. Cherry-Tomaten könnt ihr auch natürlich auch die großen nehmen, aber etwas kleiner schneiden. Ich habe hier die Cherry-Tomaten, Datteltomaten, um genau zu sagen. Legt man genauso oben aus. Gleichmäßig, dass auch überall und jeder was davon abbekommt. Sieht ganz schön bunt aus. So. Und jetzt kommt der restliche Kohl. Tun wir auch oben drüber. Für obere Schicht müsst ihr nicht auch etwas größere Schicht machen oder auch etwas dünnere Schicht. Soll euch den Geschmack entsprechen. Ich mache jetzt hier etwas dünnere, weil ansonsten habt ihr nur den Kohlgeschmack auf den ganzen Salat. Und das wollen wir nicht, wir wollen gleichmäßig. Fleisch haben wir doch auch da. Fleisch haben wir auch da, aber der soll halt etwas gleichmäßiger schmecken, finde ich. So, die restlichen genauso. Und das Ganze tun wir mit den Kartoffelchips genau abtatschen. Abtatschen. Einfach oben drüber. Gleichmäßig verteilen. Wie ihr gesehen habt, ich habe die Gurken und die Tomaten nicht gesalzen, nicht gewürzt. Weil unser Kohl ist schon bereits soweit gewürzt. Und die Chips sind ja auch sehr salzig. Und wenn man jetzt ein bisschen mit dem Salz übertreibt, das Fleisch wurde auch gewürzt mit Salz, nicht, dass es zu viel und dann nicht versalzen ist. Deswegen lassen wir die Tomaten und Gurken ungesalzen. Falls was, schmeckt ab, könnt ihr immer noch ein bisschen nachsalzen. So. Kann man auch Kartoffelchips selber machen? Kann man auch machen. Kartoffeln. Kann man auch machen. Ist etwas aufwendig, aber natürlich, ausgemacht ist ausgemacht. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch. Falls ihr keine Abonnenten seid, vergiss nicht zu abonnieren. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Vorschläge oder sagt mal so, ihr wollt ein Rezept mal ausprobieren, traut euch aber nicht, schreibt sie mir rein, ich probiere es für euch aus, mache ein Video und dann kann ich auch die Schwerpunkte vielleicht euch erklären. So, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.